Ein wunderschönes Willkommen zurück zu Generation Zero. Es gab mal wieder ein fixe, schönes, großes Update. Und zwar haben sich so einige Dinge am Interface geändert, dass ihr jetzt beispielsweise auch hier angezeigt bekommt, wenn ihr überladen seid, dass ihr nicht mehr so schnell laufen könnt. Das ist so eine Kleinigkeit davon. Beim Crafting sind die Qualitätslevel angezeigt, also werden jetzt zukünftig angezeigt. Ebenso die Prozente der Startungseffekte, die ihr dabei dann habt. Wenn ihr ebenso überladen seid, ist halt das Sprinten generell gar nicht mehr möglich. Ihr könnt dann nur noch ganz normal laufen. Das Tragegewicht, das habe ich übrigens gesehen, ist erhöht worden. Man kann jetzt definitiv mehr tragen. Irgendwas, ich meine, das war von 48 Kilo auf 64. Gut, und wenn ihr dann natürlich diese Fertigkeiten hier habt mit Tragefähigkeit, erhöht ihr das Ganze natürlich nochmal reichlich. Ja, dann ist das Verhalten von Maschinen im Kampf leicht verändert worden. Also die sollen jetzt bedeutend schlauer sein teilweise. Die sollen auch besser reagieren, sollen auch irgendwelche Überraschungsmomente haben, auf die man dann stoßen wird. Mal schauen, das werden wir sicher in den nächsten Kämpfen auch das eine oder andere Mal sehen. Oh, und es sind viele Bugs geändert, beziehungsweise überarbeitet worden, entfernt worden. So an den Waffen ist einiges geändert worden. In der Umgebung sind Dinge geändert worden. Wie wir hatten es ja auch schon, wenn wir mit dem Fahrrad quasi gegen so einen Stein gefahren sind, der irgendwie da rumhing. War relativ früh am Anfang der Staffel mal. Solche Dinge sind da einfach überarbeitet worden, dass das alles aus der Welt rausgemacht wurde, entfernt wurde, beziehungsweise verschönert wurde teilweise. Gut, ich glaube, im Großen und Ganzen war es das auch erst. Dann habt ihr mir mal wieder reichlich viele Kommentare da gelassen. Das ist super, da hier ist wieder eine ganze Menge an Tipps bei gewesen. Das ist schon mal klasse. Genauso habt ihr da als Tipp gebracht, dass dieses Insel eigentlich erst für ein wesentlich höheres Level gedacht ist. Ich würde auch sagen, wir schauen uns hier gleich nur noch ein bisschen um und dann verschwinden wir tatsächlich und widmen uns zu den anderen Hauptmissionen, wie hier im Blindflug, oder dass wir hier hingehen und uns dann hier dies Nachtanken anschauen werden. Dass wir da dann erstmal ein wenig weitermachen. Nicht, dass wir hier nachher laufen wieder sterben, das bringt uns dann auch nichts. So, ich würde sagen, dann kann es auch wieder loslegen hier. Hier habe ich noch irgendwas gesehen eben. Das habe ich liegen lassen. Ein Radio. Achso, das war nur ein kleines Radio. Okay. So, was haben wir hier? Da können wir nur ein Fahrrad machen. Hier können wir noch gucken. Können wir auch irgendwas reinschmeißen? Haben wir noch irgendwas hier, was wir jetzt nicht so bräuchten? Munitionstechnisch bestimmt irgendwas. Ach, das habt ihr übrigens auch gesagt, mit den Notsignalfackeln und den Feuerwerkskörpern, ne? Dass die Feuerwerkskörper genauso effektiv sein sollen wie so ein Radio, dabei aber bedeutend leichter sind. Von da werde ich die normalen hier Radios jetzt auch mal wegschmeißen, dann haben wir hier nochmal ein bisschen mehr Platz, Sachen mitzunehmen. So, das ist alles soweit angelegt, verarbeitet. Dann, wie gesagt, das können wir, dieses ganze Crafting-Material können wir leider nicht ablegen. Dafür müssten wir eine Crafting-Bank. Weil da sind ja auch einiges an Gewicht. Guck mal, alleine die Textilien sind 8 Kilo, die wir uns da wegnehmen. Das ist schon ein bisschen. So, schauen wir mal, wo wollen wir jetzt hin? Ich würde sagen, wir laufen hier einfach nochmal so ein kleines Stückchen hoch, gucken uns hier noch ein wenig um. Mal schauen, was hier auf. Okay, da sind gleich mal ein paar mehr Roboter. Ich wollte gerade sagen, mal schauen, was da so auf uns wartet. Da warten gleich wieder ein paar Roboter auf uns. Ansonsten, das Hauptziel wäre da, ne? Oder mal hier am Strand entlang. Da hinten gibt es ja auch noch was. Da mal gucken, ob wir da noch irgendwas finden. Nehmen wir die mal lieber in die Hand. Gut. Du musst ja aufpassen, darfst ja auch nicht ins Wasser kommen, ne? Da wäre schon fast so weit gewesen. Hat ja auch was so mit dem Wasser und so, ne?
Da wie mal hier, Moment mal, hier, da wollen wir mal ein schönes Foto von haben. Tiefenschärfe raus, den Fokuspunkt möglichst weit nach hinten gelegt. Belichtung ist, glaube ich, so in Ordnung. Da machen wir gleich mal ein schönes Bildchen. Oh, oh, oh. Die sind immer noch da oben. Ich dachte, die wären schon weiter weg. Ich will hier einfach nur noch ganz kurz mal so ein bisschen schauen auf dieser Insel, was es vielleicht da oben noch gibt. Da war ja noch ein bisschen was. Da noch einmal kurz gucken. Und dann, wie gesagt, würde ich sagen, widmen wir uns den nächsten Aufgaben. Das sieht schon schick aus mit den Bäumen, ne? Hat er auf jeden Fall was. So, wo kommt hier noch was? Da sind ja gleich mal ein paar Gebäude oder Ruinen oder so. Mal schauen. Gut, da hinten, da läuft nicht nur einer. Seht ihr das? 1, 2, 3, 4. Sind schon ein paar mehr, ne? Hier ist noch irgendwie eine Ruine vom Häusle. Da oben schwebt so eine blöde Drohne. Scheint ja gut bewacht zu sein, die Insel hier. So, wo ist jetzt die Drohne? Da. Auf der Pistole war ein Schalldämpfer, ne? Weiß gar nicht, hatten wir eigentlich auf der Sniper auch einen Schalldämpfer? Mal noch schnell schauen hier. Hatten wir, ne? Schalldämpfer. Ist allerdings nicht nur eine Drohne, da sind gleich ein paar mehr Drohnen. So, die eine Drohne habe ich erwischt, die andere aber nicht. Oh nein! Haben die mich entdeckt? Oh nein, jetzt haben sie mich, glaube ich. Okay, ich würde sagen. Haben wir nicht hier irgendwie Handgranaten oder sowas? Da habe ich nicht angelegt, ne? Verdammt. Guten Tag, Freunde. Wäre nett, wenn ihr ein paar Schritte weggeht. kann ich hier gerade mal eben so schnell? Komm mal her. Zisch ab, zisch ab. Zisch ab. Na, das ging mal relativ fix. So, ich würde sagen, wir lassen uns hier auch sterben. Da haben wir nicht, leider keine Chance. Dann kommen wir nicht da unten in dem Gebäude wieder raus. Beziehungsweise werden uns jetzt gleich dann auch hier den nächsten Aufgaben widmen. So. Gucken wir mal, da waren wir jetzt.
Also wie gesagt, die Aufgaben sind schon noch arg heftig. Ich würde sagen, dass mein Blindflug war irgendwo hier, ne? Gehen wir jetzt mal in die Industrieanlage da. Und dann werden wir uns das da erstmal anschauen. Mein war schon ganz interessant, die mal so ein bisschen zu beobachten, wie sie da rumstanden. Die sind ja doch schon gut an. Sag mal, der scannt hier jetzt direkt, oder was? Wollen wir mich irgendwie veräppeln? Na, das wird hier gleich auch ein Spaß, hier rauszukämpfen. So, komm her. Erstmal hier zur Recyclingstation. Eben einmal hier, batz, unsere Sachen ablegen. Ah, sehr schön. Zack. So, weg damit. Guckt mal, wie viel wir jetzt schon wieder tragen können. Jetzt können wir über 40 Kilogramm noch wieder zusätzlich mitschleppen. Hatten wir nicht. Wir hatten sowieso, glaube ich, aber auch noch Waffen und sowas, die wir noch recyceln wollten, ne? Ja, da haben wir noch so einiges. Aber da... Können wir hier jetzt eigentlich schon irgendwas machen? Leider irgendwie auch nicht, ne? Keine Pläne verfügbar. Ich weiß noch nicht, wo man die Pläne bekommt. Da müssen wir irgendwie echt mal weiter gucken. Also wie gesagt, wenn ihr da was wisst, ne, bin ich auch da wieder echt hilfreich, wenn da irgendwas in den Kommentaren reinkommt. So. Ich muss mal ganz kurz überlegen, wo sind wir denn jetzt? Da sind wir. Wir müssten aber ja dahin, also müssten wir ja noch weiter hierher. Könnten wir besser dahin gehen, ne? Mal gucken, ich mach mal schauen, was hier draußen so los ist. Vielleicht können wir hier noch ein paar zerlegen von Robotern. Wobei, dann haben wir nachher wieder das Problem und befinden uns im Kampf und kommen nicht weg, ne? Ne, komm mal hier, dann machen wir es besser so. Da müssten wir hin. Ist fast mit das Dichteste, ne? Gehen wir da mal hin. Und dann gehen wir südlich. Da müssten wir getrost hinkommen. So. Munition mit. Okay, hier wandern scheinbar auch etliche rum. Wieso kann ich die Tür nicht offen machen? Die geht auch wieder nicht offen. Na toll, dann müssen wir über die vordere offen machen. Schon wieder so eine olle Drohne, ne? Ja, rennt da hin. Wieso rennen sie da nicht hin? Ich dachte, doch. Ne, da kommt noch eine Drohne. Los hin mit euch zur Drohne. Lauft hin, kontrolliert mal, was da los ist. Das interessiert die überhaupt nicht.
Ist ja auch gut, ey. Ihr seid auch so Knaller, du. Auf alles reagieren sie, aber auf so eine Drohne nicht. So, pack den mal dahin. Jetzt wollen wir mal gucken. Komm, hier sind wir mal kurz hier hoch nochmal. So, wo sind sie? Unsere Feuerwerkskörperchen. Da. Platz zuweisen. Boah, auf jeden Fall machen die ordentlich Krach. Allerdings hatten wir jetzt das Problem, dass sie uns, glaube ich, vorher schon gesehen hat, ne? Und du musst halt mit zielen, dass du auch triffst. Dass du dahin triffst, wo er hinkommen soll. Wo sind die jetzt? Oh, verdammt. Ja, dachte sich wohl heimlich so, ha, laufe ich mal schön ums Haus rum, da kriegt er nicht mit. Ups. Hätte mal vielleicht hier wieder halbautomatisch. So, pfeift mal Medikit rein. So. Wollen wir mal Sachen weg, was wir so hatten. So viel war es nämlich nicht, ne? Na gut, komm. Gen Süden müssen wir. Da müssten wir hin. Ich glaube, irgendwo hier war der Eingang, ne? Da müssten wir gar nicht nach Süden. Ja, doch. Gehen wir erstmal hier ziemlich zentral nach Süden. Richtung Eingang da. Einmal hier übers offene Feld weg. Da hinten wartet einer. Kann ich eigentlich, wenn ich den hier so mache? Ne, das kann er noch nicht. Ist zu weit weg noch, oder? Ja. Da ist auch noch einer. Zwei sogar, so wie es aussieht. Aber das sind alles die kleinen Dinger, ne? Da steht ein einsames Häuschen. Wo genau ist denn das Teil? Da. Komm hier, flitzen wir jetzt mal ein Stückchen. Da laufen zwei bisschen größere rum. Ja gut, die sollten aber auch nicht das Riesenproblem darstellen. Ist dann ist ja die Frage, ob die uns überhaupt bemerken, wenn wir da hingehen. Da wollen wir irgendwo hin, ne? Da. Da sind die beiden Kerlis, da ist eine Drohne, da ist nochmal so einer. Haben wir noch irgendwie hier so ein Krimskram, so Explosionszeugs oder so? Platz zuweisen, den schmeißen wir mal hier drauf. Dann stellen wir uns die hier nicht auf und errichten da vorne mal ein kleines Feuerwerk.
Werden wir uns da in den Wald zurückziehen. Kommen ungefähr da irgendwo hin. Mal gucken, da werden wir uns mal richtig hier so ein paar schöne Fallen aufbauen. Hier ein Steinkreis. Hier liegt ist so ein goldenes Pferdchen. Guck mal. Hehe. Ist ja geil. Ein Sammelgegenstand erhalten. Sehr schön. Ups, da hinten der Ladstauer. Ja. Ach so, jetzt können wir eben einmal hier. Zack. Ups, was habe ich jetzt denn gedrückt? Da wollte ich gar nicht. So, das ist Klasse A. Dreher Klasse A. Auch Klasse A. Panzerung 100%, überall 100%. So, und wie sieht's da aus? Klasse C, okay. Auch eine Klasse C. Schwierigkeit schwer. Dass wir dann. Na egal, komm. So. Wir fangen an. Jetzt mal müssen wir hier ein bisschen dichter hin. So, da kommt eine hin. Hier kommt eine hin. Ich hoffe ja, ich sehe die von da hinten. Was haben wir noch Schönes so an Fallen oder so? Rauchgranaten. Normale Granaten haben wir auch hier. Eine schöne Autobatterie haben wir noch. Und eine kleine EMP-Zelle. Die kommt mal hierher. Hier weisen wir auch mal einen Platz zu. Dann machen wir es so, falls der da anlaufen kommt. Oh. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, wie die funktionieren. Sechs funktioniert die genauso. Oder tue ich die hier abstellen? Ja, toll. Wenn ich die jetzt austeste, dann hier habe ich wahrscheinlich das Problem, dass die hier auch noch weg ist, ne? So, nutze. Nein, Notsignalfackel doch nicht. Quatsch. Da, Feuerwerkskörper. So, und dann geht es darum, jetzt möglichst genau zu treffen. Ich muss mal gucken von da oben, ob ich überhaupt hier die Sprengkörper da sehe. Habe ich die überhaupt hingelegt? Da ist einer und da ist einer. Ja, okay, also ziemlich genau da. So, zack. Ey, das juckt die gar nicht. Sind die wie alle fertig? Sorry, es ist hier 1. Mai und nicht hier irgendwie 30. Dezember oder so. Na gut, dann werden wir hier wohl mal doch nochmal probieren zu unserer guten alten Ghetto Blaster, wa? Komm mal her, zack, da. Oh, super, jetzt haben sie uns sowieso schon bemerkt, hier, oder was?
war auch zu früh, die waren noch nicht dick genug dran. Oh, verdammt. So habe ich mir das nicht so vorgestellt. Boah, es gibt Sonne, yay. Oh! Also das war alles anders geplant. So war das definitiv nicht geplant. Oh! So schnell kam ich nicht mehr weg. Oh, 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 oh. So, einen haben wir wenigstens schon mal weg hier. Geht zu weit weg, ne, mit der Waffe jetzt. Wow! Ich hab's noch kommen sehen, aber so schnell konnte ich gar nicht reagieren. Ey, was machen die denn hier? Die sind doch alle fertig. Taktischer Rückzug. Ey, Mann, was sind das für Viecher, du? Junge, du rollst in die falsche Richtung. Wenn, dann da zum Hof. So, komm, hier. Boah, da kommt schon der Nächste. Wollen die mich veräppeln? Wir haben hier wieder mal die halbe Armee hinter uns her. Wir müssen hier irgendwie mal irgendwo rein. So, jetzt mal rein hier. So, jetzt mal Tür zu. Können sie machen, was sie wollen. Medikits, das ist gut hier. Jetzt sind wir auch noch eingequetscht, das ist gar nicht gut. So. Ja, richtig geil. Oh Gott sei Dank, ich wollte was sagen. So, wenigstens eins schon mal ausgeschaltet. Ihr Lieben! Schaffen wir es uns, hier rauszukämpfen? Ich weiß es nicht. Wir werden es in der nächsten Folge sehen. Auf jeden Fall kann ich jedem von euch noch nahelegen und empfehlen. Ihr könnt jetzt am 1. Mai Wochenende Generation Zero kostenlos testen auf Steam oder eventuell für knapp 10 Euro erwerben. Ich würde euch das echt ans Herz legen, weil das ist ein super Preis für das Spiel. In dem Sinne, habt einen schönen 1. Mai. Wir sehen uns wieder. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.